Oh Mann, wenn man nicht mal auf den Aufnahmeknopf mitdrücken kann, dann ist irgendwas verkehrt. Hallöchen, meine Lieben. Ich wollte mal eben ein kurzes Video zum aktuellen Stand hochladen, denn ich sitze hier und drehe gerade dieses Video. Es ist wahnsinnig merkwürdig, denn das letzte Video ist über ein halbes Jahr her. Und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie das eigentlich mal funktioniert hat und wieso ich so aufgeregt bin und was jetzt passiert. Das Ganze soll ein kleiner Neuanfang sein. Wer weiß, wie lange das geht, wie gut es läuft. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, oder ich zumindest. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich begrüße an dieser Stelle auch alle, die neu hier dazugekommen sind vielleicht. Und natürlich auch willkommen zurück diejenigen, die vielleicht schon länger dabei waren und diese lange, lange Pause überstanden haben. Das Ganze nennt sich einfach mal kreativerweise Lesezeichen. Denn dieses Lesezeichen, falls die Kamera fokussieren möchte, genau, ist mein aktuelles Lieblingslesezeichen. Da sind quasi verschiedene Kacheln oder Fliesen drauf, Azulejos, Lejos. Das Lesezeichen habe ich vor gut einem Jahr in Portugal mitgenommen und es bedeutet mir einfach sehr viel, weil ich da eine sehr schöne Zeit hatte und mit einem besonderen Menschen dort war und deswegen ist es mein aktuelles Lieblingslesezeichen. Das wollte ich einfach einmal kurz an dieser Stelle sagen und sagen, ja, das kam aus Porto, aus Portugal mit eigentlich erst woanders hin und dann mit dem Umzug hierher auf jeden Fall aktuelles Lieblingslesezeichen und es wird für mich immer ein besonderes Lesezeichen bleiben. Deswegen das einmal kurz am Anfang erwähnt. Dann möchte ich natürlich auch einen kurzen Stand für all diejenigen geben, was ich gerade so lese bzw. angefangen habe. Bei manchen Büchern weiß ich gar nicht, ob ich die auch beenden werde. Zum einen, wie man hier oben unschwer erkennen kann, lese ich dieses Buch in Abschnitten, also mit einer Lesegruppe, Leserunde, und ich bin fasziniert, wie anders es ist, in einer Lesegruppe zu lesen und irgendwie auch richtig schön. Es dreht sich um Joël Dicker, die Wahrheit über den Fall Harry Quebert. Und ich denke, so wahnsinnig viel muss ich nicht mehr dazu sagen. Es ist relativ dick und schwer, über 700 Seiten. Obwohl es ein Taschenbuch ist, für mich im Moment tatsächlich sehr, sehr schwer, liegt sehr schwer in der Hand. Es dreht sich um einen Skandal, der sich in einem kleinen Städtchen namens Aurora ereignet hat. Und zwar vor gut 30 Jahren. Da ist nämlich ein junges Mädchen, ein 15-jähriges Mädchen, Nola, verschwunden. Und nun scheint der berühmte Schriftsteller Harry Quebert der Mörder zu sein, beziehungsweise letztendlich der Mörder zweier junger Frauen und auch soll er Nola entführt haben. Es ist richtig schön und ich finde auch, es ist eine passende Geschichte, um sie in der Lesegruppe zu lesen, denn wir haben mittlerweile viele, viele Verdächtigungen oder auch schon wieder welche über Bord geschmissen und sein junger Studentenfreund, sage ich mal, guter Freund Marcus Goldman, versucht eben dem Ganzen auf die Spuren zu gehen und ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht und wie überrascht wir noch sein werden. Vermutlich, denn es sind ja eigentlich alle begeistert von diesem Buch und wir sind jetzt bei einem Drittel ungefähr, oder ich zumindest im Moment, Standmoment, ich will nichts Falsches sagen, gefällt mir bisher sehr gut und ich werde das auf jeden Fall beenden. Geht gleich weiter mit einem Buch, das ich vermutlich auch beenden werde, und zwar, weil ich das ausgeliehen habe aus der Bücherei. Und zwar ist es von Bianca Iosivoni, Was auch immer geschieht. Das Buch habe ich meines Wissens schon mal als Leseprobe angelesen und dann hatte ich das in der Hand, beziehungsweise habe es ausgeliehen, weil ich wusste, ich wollte es schon mal lesen und habe angefangen hier zu lesen und dachte mir so, es kommt mir aber so bekannt vor. Das kann doch nicht sein, ich habe doch dieses Buch noch nicht gelesen. Ich kenne doch das Ende nicht, aber wieso kenne ich den Anfang so gut? Und dann ist mir bewusst geworden, ich habe wohl die Leseprobe gelesen und das mache ich sehr, sehr selten. Deswegen, ich glaube, aufgrund der Leseprobe wollte ich es mir nicht mehr kaufen. Und jetzt habe ich es eben ausgeliehen. Genau, es geht um Kelly, die nach langer Zeit wieder in ihre Heimatstadt zurückkommt. Die hat, oder studiert eigentlich woanders, hat aber gesagt, sie kommt den Sommer über zurück nach Hause, da ihre kleine Schwester Holly den letzten Sommer zu Hause verbringt und ja, sie sich auch gewünscht hat, dass eben alle nochmal zusammenkommen. Was Kelly nicht wusste, dass auch Keith nach Hause kommt. Keith ist der Stiefbruder. Und
der hängt irgendwie zusammen mit dem Unfall, bei dem auch der Vater von Holly und Kelly gestorben ist. Und Kelly kann Keith nicht verzeihen. Und das kann ich sehr gut nachempfinden und bin gespannt, was dann noch so rauskommt. Holly hingegen verzeiht ihm und ja, also es ist wahnsinnig gut geschrieben. Ich bin auch der Meinung, dass ich ganz gern noch was von der Autorin lesen wollen würde. Allerdings recht aktuell ist im Moment in aller Munde Sturmtochter oder Sturmtöchter. Das spricht mich nicht so sehr an, aber dieses Buch, ja, werde ich vermutlich schon noch beenden. Ich habe jetzt ja auf Seite 100 gestoppt, weil mir quasi die Lesegruppe dazwischen kam, aber ich möchte es auf jeden Fall noch zu Ende lesen. So, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. Das Ganze handelt sich um meinen E-Book-Reader, meinen Tolino. Auf dem lese ich im Moment Weizenwampe von Dr. Med William Davis, warum Weizen dick und krank macht. Das wurde mir empfohlen von eventuell einer der wichtigsten Personen in diesem Jahr, denn sie ist unter anderem dafür verantwortlich, dass ich wieder gesund bin. Und sie hat mir das eben, wie gesagt, empfohlen und da bin ich gespannt drauf, wie das weitergeht. Ich habe noch nicht viel drin gelesen. Ich war irgendwie noch nicht so richtig in Sachbuch- und E-Book-Stimmung, wann ich da weiterlesen werde. Ich denke aber auch sehr, sehr stark, dass ich das auf jeden Fall beenden möchte und sage natürlich auch Bescheid, wie ich das Ganze fand und ob denn das Weizen krank macht. Ein Spontankauf war dieses Buch hier. Und zwar, wie wir Plastik vermeiden von Will McCallum und einfach die Welt retten. Ja, es geht ein Stück weit um das Problem des ganzen Plastiks im Meer, beziehungsweise generell darum, wie können wir denn nachhaltiger leben, wie können wir denn unseren ökologischen Fußabdruck verringern, wie können wir denn der Natur etwas Gutes tun und besser darauf achten. Letztendlich steht hier auch drauf, dass Will Callum der Leiter der Meereskampagne bei Greenpeace ist und zeigt natürlich in diesem Ratgeber, wie wir das zu Hause umsetzen können und unsere Umwelt plastikfrei gestalten können, beziehungsweise ein Teil dieser weltweiten Bewegung werden, um achtsamer mit unserer Umgebung umzugehen, gerade eben mit unserem Planeten und dafür eben zum Beispiel auf Plastik verzichten. Es steht dann hier auch zur Verwendung von Plastik und Papier in diesem Buch. Der Verlag hat alles in seiner Macht Stehende unternommen, um bei der Herstellung dieses Buches auf die Verwendung von Plastik zu verzichten. Das Buch ist nicht, wie sonst üblich, extra eingeschweißt und auch der Umschlag kommt ohne die konventionelle Laminierung aus. Die ausgewählten Papiermaterialien sind nach den Richtlinien des Blauen Engels zertifiziert. Dieser garantiert die überwiegende Verwendung von Papierprodukten aus Altpapier. Das vermindert die Abwasserbelastung und den Ressourcenverbrauch sowie den Wasser- und Energieeinsatz. Die Produktion des Buches unterliegt darüber hinaus dem FSC-Standard. Außerdem erfolgt der Druck mit mineralölfreien Farben. Und das finde ich sehr gut, denn wenn man schon ein Buch darüber macht, dann sollte man sich eben auch Gedanken darüber machen, wie wird denn so ein Buch hergestellt und was wird dafür alles verwendet. Und ja, ich unterstütze das sehr gerne und deswegen habe ich es mir gekauft, wie gesagt, habe es aber noch nicht in Gänze gelesen, denn es ist auch ein Stück weit ja ein Ratgeber und dafür braucht man ein bisschen Zeit und dann ist es fast ein bisschen ungut, wenn man das so nah, also an einem Stück verschlingt. Klar möchte man das irgendwie möglichst schnell alles wissen, dennoch hilft es glaube ich nicht so viel, weil man Zeit braucht, um das Ganze zu verinnerlichen und damit es noch in einem weiterwirken kann, ist es glaube ich besser, wenn man nach und nach die Tipps aufnimmt. So, wir kommen zu zwei Büchern, die recht ähnlich ausschauen. Es handelt sich um zwei Bücher einer Reihe von Manuela Inusa. Und zwar habe ich keine Ahnung mehr, wie die Reihe heißt. Das erste Buch der Reihe heißt Der kleine Teeladen zum Glück. Und ich glaube, das dritte Buch heißt Der zauberhafte Trödelladen. Warum diese beiden Bücher? Das erste Buch, das blaue, habe ich auf der Litlove vor mittlerweile über 1,5 Jahren gekauft. Ich muss spicken. Was steht denn da? Da steht keine Jahreszahl. Ich bin mir aber sehr sicher, es war 2017. Auf jeden Fall habe ich 2017 dieses Buch aufgrund dessen gekauft, dass mir die Autorin sehr gut gefallen hat, sehr sympathisch war und ich mir dachte, ich gucke mal das Buch mal genauer an. Und ich mag Tee sowieso, warum nicht?
Es dreht sich um eine Besitzerin eines Teeladens in der Valerie Lane in Oxford. Die Valerie Lane ist nach einer gewissen Valerie benannt, die anscheinend sehr viel Gutes in dieser Straße getan hat. Und als Erinnerung oder Gedenken daran tun sich die Ladenbesitzer dieser Straße zusammen und versuchen auch nur Gutes zu tun. Zum Beispiel treffen sie sich eben immer an einem bestimmten Tag in der Woche bei Laurie, in Laurie's Tea Corner. Das finde ich grundsätzlich schon mal alles sehr schön angelegt. Es klingt sehr, sehr heimelig, sehr gemütlich und dergleichen. Und es kamen einfach andere Bücher dazwischen, deswegen habe ich es noch nicht zu Ende gelesen. Warum aber jetzt dieses Buch auch noch und warum nicht einfach der Reihe nach, wenn ich das erste gelesen habe? Weil als ich krank war in den letzten Monaten, hat mir meine Oma dieses Buch hier zugeschickt, ohne zu wissen, dass das eigentlich eine ganze Reihe ist, die man zusammenhängend lesen kann, ich glaube aber auch einzeln versteht. Und ich fand es sehr, sehr schön. Also zum einen, dass ich natürlich nicht genau das gleiche Buch genommen habe und zum anderen, dass ich halt eben einen Teil dieser Reihe schon besitze. Als sie mir das Buch geschickt hat, dieses hier, wollte ich sofort mit diesem hier anfangen, weil ich das eben noch nicht getan hatte. Und mittlerweile habe ich dieses Buch angefangen, aber ich bin nicht weit gekommen, Seite 34. Und werde es vermutlich nochmal anfangen müssen, weil ich nicht mehr so viel weiß. Finde die Reihe an sich gut, habe aber auch schon ein bisschen gehört, dass es nicht so spannend und toll sein soll. Ich hoffe, dass es mich trotzdem so ein bisschen begeistert oder einfach nur aus dem Alltag entführt. Bei diesem Buch hier handelt es sich vermutlich auch um nichts Neues, denn viele kennen vermutlich Dan Brown und sein Illuminati-Buch. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, dass Illuminati das zweite Buch sei und Sakrileg das erste. Deswegen habe ich in diesem Jahr Sakrileg gelesen, um dann am Ende des Buches festzustellen, irgendwie kommt mir das Ende erstens bekannt vor, warum auch immer, ich weiß es bis heute nicht. Und ich habe auch gemerkt, eigentlich ist Illuminati das erste Buch. Das heißt, ich habe mir dann gedacht, okay, dann lese ich eben danach Illuminati. Hat nicht funktioniert, weil ich erstens den Anfang nicht so spannend geschrieben fand wie Sakrileg und zweitens einfach es für mich zu ähnlich aufgebaut ist zu Sakrileg, dass ich das jetzt irgendwie nicht direkt lesen kann. Ich habe mir zwar vorgenommen zu sagen, okay, wenn ich Sakrileg gelesen habe, dann lese ich halt gleich mal alle irgendwie in einem Rutsch durch. Die sind ja spannend geschrieben und dergleichen. Nö, hat nicht funktioniert. Das heißt, es liegt jetzt hier noch bei Seite 100, ach Quatsch, 100, bei Seite 46. Und warte noch darauf, dass ich wieder richtig Lust drauf habe, auf was Spannendes. Andererseits ist es auch wiederum, ne, Hardcover schwer, ist kein Buch, das ich gern mitnehme. Das heißt, es ist auch so ein Zuhause-Lesen-Buch. Mal schauen, wann es mich dann wieder reizt, mit Robert Langdon mich auf die Spurensuche zu begeben, anhand von Symbolen und anderen gefährlichen Dingen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass mich das interessiert. Nie. Nie. Sag niemals nie. Das letzte Buch, das ich jetzt hier bei diesem Video in die Kamera halte, ist von Patrick Salmon. Und zwar Treffen sich zwei Träume, beide platzen. Ich finde ja Patrick Salmon unglaublich lustig. Er hat so einen trockenen Sarkasmus, den ich herrlich finde. Und ich finde auch fast, also allein das, was hier drin steht und auch auf YouTube die Videos, die es gibt oder dergleichen, finde ich noch viel besser als sein erstes oder sein irgendwann vorher erschienenes Buch, das ich mal von meinem besten Freund geschenkt gekriegt habe, und zwar hieß das Distanzen. Das war schon auch gut geschrieben und hat auch genau meinen Nerv so für Humor getroffen, aber das hier noch viel, viel besser. Also wer ähnlichen Humor hat wie ich kann es nur empfehlen. Auf Seite 70 bin ich. Es sind letztendlich immer so kleine Geschichten, das heißt, man muss es auch nicht am ganzen Stück in einem, oh, Wörter und so. Man muss es nicht in einem Rutsch lesen oder so an einem Stück. Ich finde es einfach nur herrlich. Zum Beispiel heißt dann auch eins der Raclette-Abend. Und ich finde das so gut. Ich finde es so gut. Ich muss einfach mal den Anfang vorlesen. Ich finde es so gut. Der Raclette-Abend. Das Treppenhaus einer Altbauwohnung im Dortmunder Süden. Dritter Stock, an der Tür hängt ein Salzteigschild mit der Aufschrift Hier leben, lieben, lachen und streiten Volker und Kerstin. Ich bin geneigt zu brechen. Resigniert sehe ich die Frau an. Alles wie immer? Ja, sagt sie. Wenn die Stimmung scheiße ist, erzählst du
erzählst du so lange schlechte Witze, bis sie uns rausschmeißen. Okay. Wir klopfen an der Tür. In meinem Kopf schwebt lediglich zwei Gedanken. Erstens, ich hasse mein Leben. Zweitens, Vorurteile über Pech und Abende sind wie Gitarristen vorm Auftritt. Sie stimmen. Ja, ich könnte das jetzt locker noch komplett in einem Rutsch den Rest von diesem Abschnitt vorlesen, aber lest es euch selber durch oder schaut euch mal Videos an zu Patrick Simon. Wie gesagt, ich finde seinen Humor grandios, ich finde, er ist viel zu unbekannt und überhaupt bin ich auf, ja, weiß ich nicht, wie man sie heute nennt, Komiker, Kabarettisten, Comedian wieder aufmerksam geworden. Er kommt ja eigentlich mehr aus dem Poetry Slam Bereich. Es ist einfach faszinierend. Also gerade Patrick Simon bin ich wieder drauf gestoßen in den letzten Wochen und auch auf Johann König. Herrlich. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht, um mich wegzuschmeißen. Genau, hier hinten drauf steht dann noch zum Beispiel, was mich auch, das hat mich ein Stück weit überzeugt, das Buch zu kaufen, muss ich gestehen. Hier steht drauf, denken Sie immer an Folgendes. Wenn man beim Wort Arbeit zwei Buchstaben streicht und 16 neue hinzufügt, ergibt das den Begriff Selbstverwirklichung. Und das kann in Wirklichkeit Zufall sein. Und wenn man das am besten noch so mit seiner Stimme quasi im Ohr liest, herrlich. Kann ich jedem nur empfehlen. Auch als Geschenk. Es ist dünn und klein, aber es sind tolle Geschichten drin. Ein Teil, wie gesagt, habe ich auch schon mir quasi von ihm an, also quasi vorlesen lassen, angehört. Herrlich, ich sehe gerade hier hinten, steht drin Patrick Simon. Als Leseprobe ist da drin Das Landhaus der Lust, ein erotischer Groschenroman. Ja, das ist garantiert herrlich. Garantiert. Und ich freue mich riesig darauf, da weiterzulesen. Das ist aber auch so, dass ich es gar nicht zu Ende lesen will, weil dann bin ich ein bisschen traurig, dass es dann vorbei ist. Ja, aber sehr, 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 sehr schön. So, das war jetzt mehr, als ich eigentlich zeigen wollte und auch irgendwie viel länger, als ich das jetzt Ganze geplant habe. Noch so ganz zum Schluss, was treibt mich noch so um im Moment? Ich freue mich riesig, riesig auf meine Arbeit, denn ich war die letzten 4 Monate leider krank und zu Hause. Das ist auch ein Grund mit dessen, dass ich nicht wieder angefangen habe, Videos zu drehen, denn den Impuls hatte ich schon öfter. Ein bisschen schuld ist eine meiner Lieblingsautorinnen, dazu mehr in einem anderen Video. Und sonst bin ich noch ein bisschen am Musizieren. Ich habe mir vielleicht ein bisschen als Trostpflaster der überstandenen Erkrankung eine Ukulele gekauft und ich liebe sie und ich spiele jeden Tag und ich kann nicht wirklich was, deswegen spiele ich jetzt auch nichts vor, keine Sorge. Ich werde auch nicht singen, ich werde auch kein Ukulele-Tutorial-Sing-Sang-Kanal werden. Aber ich liebe sie und ich freue mich sehr, dass ich sie habe und dass ich mich dazu überwunden habe, denn ich glaube, das ist eher mein Instrument als eine Gitarre, die ich auch schon mal gezeigt habe und dann ist nichts daraus geworden. Genau, aber meine Ukulele, die liebe ich jetzt schon sehr. Ja, schreibt mir doch gerne, was ihr so gerade lest oder was ihr so im Moment tut, falls ihr nicht lest, denn das Wetter ist ja doch relativ schön, es ist Sommer, warum sollte man da immer lesen? Lesen kann man natürlich überall, auch draußen, auch am See, am Meer, am Strand, wo auch immer ihr seid. Aber ich finde, man darf auch ruhig noch was anderes tun und das ist für mich zum Beispiel im Moment Ukulele spielen. Hilft meinen Händen, meinen Fingern wieder fit zu werden und mein Hirn lernt auch noch was. Neue Dinge, Bewegungen und Musik macht immer Spaß. Das wäre es dann erstmal von mir, für heute zumindest. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ich auch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!